35 unangenehme Sportmomente mit Balljungen und Ballmädchen, okay? So, Balljungs und Mädels sind heute fast unverzichtbar im Sport. Ob beim Tennis, Fußball, Handball oder Baseball. Sie stehen jedes Spiel am Rand und warten gespannt auf ihren Einsatz. Und auch wenn man denkt, sie hätten ja eigentlich... Ja gut, wenn du Tennisspieler bist, Balljungen, Ballmädchen, super. Keine schwere Aufgabe, kann selbst da mächtig. Hat Nadal doch schon gegeiert. Ob witzige Stolperer, unangenehme Fails oder Balljungen, die sich mit den Spielern anlegen. Die lustigsten Auftritte wollen wir euch heute zeigen. Da ab und einfach mit Taschenrechner alles aufgenommen. Qualität wird hier groß. Weil dieser Balljunge bei Tennisspielen oft nur in der Ecke rumsteht und nicht viel zu tun hat, hat er sich wohl mit der Zeit einen echt coolen Trick beigebracht, der zufällig auch noch vom Kameramann entdeckt wird. Er jongliert heimlich auf seiner Position gleichzeitig mit 3 Tennisbällen, ohne auch nur eine Miene zu verziehen. Wie praktisch, wenn das Ballmädchen nicht nur dafür sorgt, dass keine Tennisbälle mehr auf dem Platz liegen, sondern sie sich auch um den Käfer kümmert, der da gerade neben einem der Spieler gelandet ist. Die Überwindung, das zu tun, steht ihr wirklich ins Gesicht geschrieben. Was für ein Käfer? Oh mein Gott, ich würde durchdrehen, Alter. Einfach mit Toaster gefilmt, ne? Was ein Käfer, Alter, so ein Oschi. Wie peinlich. Da kommt man einmal als Balljunge zum großen Einsatz, springt lässig über die Bande und will dann gekonnt den Ball schießen. Ach, und dann rutscht man Scheiße. Auch noch im vollen Stadion auf dem Rasen aus. Ja, kann mal passieren, ne? Kann mal passieren, Leute. Ne? Es ist halt unangenehm, aber was willst du machen? Kommt halt mal vor, ne, dass du da ausrutschst. Du, vor allem, du hast ja auch keine Fußballschuhe, vielleicht hat es geregnet. Normal rutscht man da weg, ne? Der Arme. Aber passiert, was willst du machen? Rasen war nass, genau. Was er sich nur dabei gedacht hat, man weiß es irgendwie nicht. Mitten in einem entscheidenden Spielzug rennt einer der Balljungen plötzlich aufs Feld und verwirrt damit natürlich die erschrockenen Spieler. Oh mein Gott, zählt das dann nicht oder was, weil der darauf kam? Er hat hingegen alles richtig gemacht und bei der Trainingsstunde. Boah, wer hat den denn gefangen? Das ist den Clip-Campern aber, oder? Er kommt mir bekannt vor. Ist schon ziemlich krass. Den Spruch Augen auf im Straßenverkehr sollten die Balljungs und Mädels am besten auch auf dem Spielfeld immer im Hinterkopf haben. Ansonsten kann schon mal sowas hier passieren, wenn man zu sehr auf seinen Job fokussiert ist. Stark, Alter. Bei seinem Jubelschrei will man anderen Leuten ja eigentlich keine Angst machen. Der schreckt sich einfach, geil. Was in diesem Spiel aber passiert, als der Tennisspieler auf den Balljungen zuläuft und seinen Sieg eindrucksvoll... Immer wenn Tennisspieler spielen, ne? Man hört gar nichts. Stell dir mal vor, du bist im Stadion und hörst die ganze Zeit nur... Die ganze Zeit, ne? Das geht mir manchmal echt auf den Sack, wenn ich Tennis gucke. Wirklich, manche schreien da wirklich um ihr Leben. Kennt ihr das? Oh. Wisst ihr? Guckt euch das mal an. Tennis Screams. Lacht euch kaputt, Alter. Gefeiert. Autsch, das hat wehgetan. Dieser kleine Balljunge musste ganz tapfer sein und mit den Tränen kämpfen, als er den Ball nach einem echt heftigen Schlag mitten in den Bauch bekommt. Da hilft es auch nicht, dass ihn einer der Spieler direkt tröstet. Der Arme, Alter. Sich mit Weltfußballer Ronaldo anlegen? Dieser Junge hat echt Mut. Nachdem sich die beiden gegenseitig provozieren, schmeißt er den Fußball ganz dreist auf den Boden, statt ihm den Ball in die Hand zu geben. Fat, ein Hund, Alter. Und nach dem Spiel kommt er mit dem Foto machen. Er gibt sich alle Mühe, aber kann einfach nicht aufhören zu starren. Sein innerlicher Kampf ist ihm wirklich ins Gesicht geschrieben. Ja, was willst du da machen? Aber zusammenreißen kann und will er sich dann irgendwie doch was nicht. Was willst du da machen, ne? Auch diesem Typen sind seine Emotionen eindeutig ins Gesicht geschrieben. Hier aber eher Stolz und Freude, denn er hat es geschafft, ganz cool einen Ball zu fangen und dafür noch extra Applaus vom Publikum zu bekommen. Und das schafft schließlich auch nicht jeder. Hier hat einer der Balljungs seinen Einsatz vergessen. Dafür gibt es aber auch direkt eine ordentliche Ansage vom Torwart, der darüber alles andere als erfreut zu sein scheint. So geil, Alter. Er hier hat dagegen mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Das Bälle aufsammeln ist keine Sache für ihn. Mit dem Laufen klappt es dann aber irgendwie Scheiße, noch nicht. Scheiße, der knallt so einfach gut. Gegen die Wand. Einfach schnell wieder aufstehen und so tun, als wäre nichts gewesen.
Nachdem dieser Balljunge einen Tennisball vom Spielfeld holt, kracht er versehentlich mit der serbischen Tennisspielerin Jelena Jankovic zusammen. Da will man einfach nur in Ruhe auf seinem Stuhl sitzen und seinen Job als Balljung machen. Und schon packt einer der Spieler wieder seinen verrückten Torjubel aus und geil, einfach Jubel auf Balljungen gehen. Ist das Gommis? Der Kleine dann aber doch als Wiedergutmachung zumindest sein Trikot. Da hat der Spieler wohl den falschen Jungen erwischt. Nachdem der Ball ins Aus rollt, weigert sich der Junge, den Ball herauszugeben und schießt ihn einfach in die Menge. Wahrscheinlich, weil er einfach Fan vom anderen Team war. Die Aktion scheint übrigens kein Einzelfall zu sein, denn auch dieser kleine Junge hat es faustdick hinter den Ohren. Er streckt seinen Arm mit dem Ball zu einem der Spieler aus, lässt ihn dann im letzten Kleinen sind, ne? Ehrlich. Und dreht sich um und geht einfach. Sofort, wenn man sowas macht, hier, okay, du hast gemacht, guck zu, wie du nächstes Mal Balljunge bist. Bei diesem Fußballspiel war ganz schön viel los, wow. Denn die Spieler auf dem Platz haben plötzlich unerwarteten Besuch bekommen, und zwar von drei kleinen Hunden. Als der Balljunge mitbekommt, wie einer der Spieler mit dem Hund umgeht, schreitet er sofort ein. Was ist das denn für ein... Dieser Junge, Alter, wurde zufällig von einer Kamera dabei gefilmt, wie er gerade den besten Moment seines Lebens hatte. Nicht nur, dass er Lionel Messi live beim Fußballspielen zuschauen durfte, sein Idol hat ihm auf dem Weg in den Tunnel auch noch geil, gut, gegeben. Guck. Dass ein Balljunge vom Schiedsrichter eine rote Karte bekommt und vom Platz verwiesen wird, hat man auch noch nicht so oft gesehen. Ist aber passiert, wie dieser Clip hier zeigt. Und zwar, als er einfach einen zweiten Ball aufs Feld wirft, während der andere noch im Spiel war. Er hat nicht die rote Karte rausgeholt, oder? Mal eben schnell und unauffällig über die Bande springen. Bei diesem Balljungen fehlt die meisten Sachen passieren irgendwie nur beim Tennis, ne? Bei seinem Sprung und landet dann galant auf dem Boden. Nachdem er ein Tor geschossen hat, hat dieser Fußballer gleich mal den kleinen Balljungen in seinen Torjubel integriert und ihn hochgehoben, weil der sich genauso für sein Team mitgefreut hat wie er selbst. Da kann selbst ein Tennisprofi wie Rafael Nadal keinen kühlen Kopf mehr bewahren. Statt sich in seiner Trinkpause weiter auf das Spiel zu fokussieren, konnten alle sehen, wie er das Ballmädchen neben ihm beobachtet. Ja gut, ne? Machst du nix. Novak Djokovic gehört nicht nur zu den Top-Tennisspielern der Welt, er hat auch bewiesen, dass er ein echt cooler Typ ist. In einer French Open Regenpause übernimmt er einfach selbst die Rolle vom Balljungen, bietet ihm einen Platz an und hält den Regenschirm für beide. Etwas zu trinken spendiert der Tennisstar dem Jungen dann auch noch, wenn das mal nicht der beste Tag seines Lebens war. Gegen die beiden konnte es selbst der Profi nicht aufnehmen. Als dieser Tennisspieler das Ballmädchen verarschen will und immer wieder den Ball vor ihr versteckt, reagiert ein anderer Balljunge ganz schnell und eilt ihr zu Hilfe. Während andere Balljungen unfassbares Glück haben und mit ihrem Idol nach dem Spiel abschlagen können, bekommt dieser Junge nur die Hand von Basketballspielern John Collins ins Gesicht geschlagen. Autsch. Geil. Er wollte auf cool, ah, geil. Während andere Balljungen unfassbares Glück haben und mit dem Idol nach dem Spiel abschlagen können, bekommt dieser Junge nur die Hand von Basketballspieler John Collins ins Gesicht richtig geschlagen. Richtig schön voll geschwitzte Hand, Alter. Vielleicht stand bei diesem Cricket-Match einfach der falsche Spieler auf dem Feld und sie müssten einfach mal den Balljungen einwechseln. Oha, der Balljung scheint mit dem Fang nämlich kein großes Problem zu haben. He's not even facing. Oh, yes, you're right. Dieses Ballmädchen hat es echt drauf. Spider-Man-ähnlich springt sie mal eben die halbe Wand hoch, um einen neuen Ball zu holen. Nicht schlecht. Und noch ein wirklich peinlicher Moment passierte, als Tennisprofi Novak Djokovic ein Ballmädchen dazu einlud, für ihn das Spiel weiterzuspielen. Doch sie war scheinbar so unglaublich aufgeregt, dass sie keinen Ball gescheit treffen konnte und das Ganze eher zum Trauerspiel wurde. Aber jetzt seid ihr gefragt, welcher peinliche Balljungen- oder Mädchenmoment hat euch denn am besten gefallen? Schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten kommt ihr hier noch zu einem weiteren... Die außergewöhnlichsten Freizeitparks der Welt, was ist das denn, Alter? Ja, bestimmt... Kannst du da so eine Fahrt mit denen haben, ne? Ja, komm, wir fahren eine Runde, hä? Ey, wenn die Thumbnails auf YouTube immer so lachgeckig, ich schwör's dir.